Einen wunderschönen Hallo. Ich möchte mal wieder mit euch kochen. Ich mache gerade Mittagessen fertig und da müsst ihr jetzt mal sein. Bleibt euch nichts anderes übrig. Ja, heute gibt es einen Kartoffelauflauf in dieser Silikonwelle. So, Kartoffelauflauf heißt Zwiebeln. Logisch, bei mir sowieso. Zwiebeln ist total lecker. Und im Extrachef habe ich die ruckzuck auch klein gemacht. Klein, erster. Jetzt nicht sofort die Nase drüber halten, weil die Zwiebel beißt dann trotzdem noch mal ein bisschen. So, jetzt kommen natürlich Kartoffeln dazu. In dem Rezept stehen 5 bis 6 Kartoffeln. Ich habe jetzt 3 Mammut-Riesen-Kartoffeln zerkleinert. Also schon mal grob vorgehen. Vorzerkleinert. Ich zeige euch das jetzt mal eben. Ihr dürft die Nase drüber halten, weil ihr riecht es ja sowieso nicht. So. Das kommt jetzt mal, damit es nicht, sonst wird das untere nachher wie Mousse. Das möchte ich ja doch nicht. So, das kommt hier schon mal rein. Und jetzt geht es weiter mit den Kartoffeln. Das sind richtig große. So. Die wandern auch wieder ins Schüsselchen. Habe ich 3 Jumbo-Riesen-Kartoffeln da zerkleinert. Also es waren richtig Wackersteine vorher. Und jetzt muss das Ganze natürlich, damit es gleich angedeckt wird, kommen da 2 Eier rein. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Gewürz. Da habe ich Muskat. Ups, wird ein bisschen muskatlastig. Tudum. So, und Schmelzkäse. Die Hauptbestandteil von Schmelzkäse ist weiterhin Fett. Aber manchmal muss eben auch sowas mal sein. Und zwar der Marke Cheddar. Bei mir. Ihr könnt ja anderen nehmen. Warum Cheddar? Ich freue mich schon so auf den Urlaub. Und der geht nach Irland. Und dann ist natürlich Cheddar. Und dann bringe ich bestimmt ganz viele neue Rezepte mit, weil ich da ganz viele leckere Sachen kennenlerne. So. Und der Schmelzkäse ist auch da drin. Und das wird jetzt nochmal durchgemischt. Jetzt haben wir ein schönes großes Schüsselchen, da kann alles mal so drin vermischt werden. Das Messerchen. Irgendwann brauche ich immer so eine Ablage. Ist an sich ein leichtes, aber ihr kennt das. Dann denkt man an alles, so von wegen, oh, du musst dich beeilen, das Mittagessen muss gleich fertig sein. Oder ich möchte gerne, dass das Mittagessen gleich fertig ist. So. Da sind jetzt, wie gesagt, Zwiebeln, Kartoffeln, Eier, Schmelzkäse drin. Und optional könnt ihr auch noch Schinkenwürfel da reingeben. Ihr könnt natürlich auch, wer Kinder hat, die Möhren den da drunter packen. Aber bei uns gibt es gleich separat noch Gemüse dazu. So. Einmal zeigen. Einmal ein schöner Kartoffelteig. Macht es nicht zu fein. Also es ist schön, wenn man wenigstens noch sieht, was man isst. So, die Silikonrunde, ja, darf ja gleich einfach in den Backofen, da habe ich ja gar keine Probleme mit, beziehungsweise sie auch nicht. Bis zu 220 Grad ist das ja absolut kein Ding.
Und den Kartoffelauflauf mache ich nur bei 180 Grad. So, jetzt ein bisschen schön machen. Ein bisschen schön platt machen. Und wir sehen uns circa in 35 Minuten wieder. Genau, dann würde man sagen, bis gleich. So, Essen ist fertig. So. Also man könnte das Ganze jetzt stürzen, wenn man möchte. Ich habe jetzt einfach mal den Pfannenwender da drunter gepackt. Also man kann es einfach teilen. Geht so mit dem Pfannenwender durch und alles ist gut. So, ein Stück Kartoffelauflauf. Ein Stück Kartoffelauflauf ist fertig. Es kommt noch Gemüse dazu und wird gegessen. Guten Appetit und viel Spaß beim Nachmachen.